Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wissen Sie, was das ist? Das ist eine Lupe. Die habe ich mir extra besorgt, um in Ihren Anträgen nach irgendwas Brauchbarem zu suchen. Leider habe ich trotz Lupe nichts gefunden. Aber ich brauche keine Lupe, um sehr schnell zu merken, wie viel Unsinn in Ihren Anträgen steht. Zum Teil sogar gefährlicher Unsinn. Das erkennt man völlig ohne Lupe. Lassen Sie mich einige wenige Punkte davon erwähnen. Sie fangen damit an und behaupten, naja, der Lockdown habe ja nichts gebracht. Am 27. Januar haben Sie diesen Antrag geschrieben. Da waren die Infektionszahlen bereits nur noch halb so groß wie am Gipfelpunkt. Lesen Sie das nicht? Taucht das in Ihren Papieren nicht auf, Herr Gauland, in den alten Zeitungen? Also ich weiß auch nicht. Informieren Sie sich einfach mal erst, bevor Sie so etwas behaupten. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Sie behaupten, ja, die Quarantäne sollte man aber nur nicht bei den Menschen machen, die keine Symptome zeigen. Ja, wiederum die Frage, lesen Sie das nicht? Wir alle wissen, dass die größte Infektiosität zwei Tage vor den ersten Symptomen auftritt. Ihre Forderung wird dazu führen, dass es noch wesentlich mehr Infizierte gibt. Schämen Sie sich dafür, meine Damen und Herren. Dritter Punkt. Sie sagen, naja, bei den Nicht-Risikogruppen brauchen wir ja keinen besonderen Schutz. Ja, es gibt Gruppen, Hochrisikogruppen, Stichwort Pflegeheime, wo die Bundesregierung monatelang versagt hat. Das stimmt schon. Aber daraus kann man doch nicht den Schluss ziehen, dass man andere gar nicht mehr schützt. Also ich sage Ihnen was. Ich möchte nicht, dass 23-jährige junge Männer, die keine Vorerkrankung haben, dass die krank werden, dass sie sich infizieren, dass sie auf der Intensivstation liegen, vielleicht sterben oder Langzeitfolgen haben. Ihnen mag es egal sein, mir ist das nicht egal, kann ich Ihnen dazu nur sagen. Vierter Punkt. Sie sagen, Sie wollen bei allen Menschen Antikörpertests durchführen. Haben Sie mal ausreden, was das kostet? Ich habe es für Sie getan. Stichwort, wir können auch Serviceoptionen für die AfD mal zeigen. Über 4 Milliarden kostet das. Und wie viele Menschen werden Sie mit erwischen? Weniger als 3%. Eine gigantische Verschwendung von Geld, von materiellen Ressourcen und von Arbeitskraft. Die brauchen wir besser zur Bekämpfung der Covid und nicht für Ihre dämlichen Vorschläge, meine Damen und Herren. Fünfter Punkt, das hatte der Kollege ja schon erwähnt, es ist ja ein bisschen versteckt, aber nicht überraschend. Sie kommen natürlich wieder mit Ressentiments gegen Menschen, die anders sind als Sie. Sie schreiben ja wieder davon, dass dunkelhäutige Menschen gefährlich sind. Meine Damen und Herren, sowas will ich von Ihnen nicht hören. Ich will konstruktive Vorschläge hören. Vielleicht kommen Sie irgendwann in diesem Antrag, sind keine davon, meine Damen und Herren. Letzte Bemerkung. Wir wissen ja nun, dass der Verfassungsschutz beschäftigt ist mit der AfD wegen möglicher Verstoße, wegen möglicher Gefahren für die Demokratie. Ich habe mittlerweile das Gefühl, die AfD ist nicht nur eine Gefahr für die Demokratie, sondern auch für die Gesundheit. Denn wenn wir alles das machen, was Sie vorschlagen, wird die Pandemie sich gewaltig ausdehnen. Deshalb sind Sie eine Gefahr für die Demokratie. Und deshalb schlage ich vor, dass nicht nur der Verfassungsschutz Sie beobachtet, sondern auch die Gesundheitsämter. Das wäre die richtige Maßnahme. Vielen Dank. Frau von Storch, mäßigen Sie sich bitte. Ich hoffe, dass den Stenografen es möglich war, was mir nicht möglich war, das nämlich akustisch so aufzunehmen, dass man das noch mal nachlesen kann.